Guten Tag allerseits. Im letzten Video haben wir hier die Aufgabe 0 gemacht und dieses Geometrie-Package erweitert. Hier geht es um das Adapter-Pattern. Und jetzt kommt eigentlich so die richtige Aufgabe zum Adapter-Pattern. Hier geht es um eine einfache Pseudo-Lohnbuchhaltung. Und dort ist es so, wir haben wieder ein Third-Party-Modul. Das ist eine Schnittstelle für die Lohnauszahlung. Und mit der Klasse Banking kann man da Löhne auszahlen, indem man die Payout-Methode aufruft. Und hier werden eben Account-Holder-Objekte erwartet, beziehungsweise Objekte, die auf einer Klasse basieren, die dieses Account-Holder-Interface implementieren. Unsere Anwendung ist jedoch eine Personalverwaltung. Wir haben Employee-Objekte, die implementieren das Employable-Interface und nicht das Account-Holder-Interface. Und jetzt geht es eben darum, selber einen Adapter zu schreiben. Wir wollen jetzt unsere Employables als Account Holder an diese Schnittstelle durchbringen können. Und dann gibt es auch dieses GetNode. Dort können wir dann unsere Daten beziehen, aber dazu später. Gehen wir mal in Visual Studio Code zurück. Ich kann vielleicht noch dieses README hier gerendert aufmachen. Das Ctrl-Shift-V, wenn Sie es auch machen wollen. Ist hier offen. Und jetzt haben wir hier das Payroll. Dann das Programm. Schauen wir uns das mal an. Wir haben oben Employable-Objekte. John Doe, Jane Dunn. Die haben einen Namen, kann man ausgeben. Man fügt den verschiedenen Notizen hinzu, also sind so Key-Value-Pairs, basiert auf einem Dictionary, Account-Details und Position jeweils. Das wird dann später noch hilfreich sein. Jetzt geht es eben darum, hier diese Schnittstelle anzusteuern. Also dieses Banking-Payout, hier geben wir den Employee mit uns den Lohn. Wir teilen es durch 12, weil wir haben den Jahreslohn abgelegt, wollen aber monatliche Zahlungen machen. Ich kannst einfach mal laufen lassen. Net run project payroll. Ja, man sieht dann, die Namen werden ausgegeben, sonst passiert nichts. Aber wenn ich jetzt hier das auskommentiere, das wieder starte, sind wir gespannt, was passiert. Ja, jetzt geht es wieder ein Fehler. Also Argument 1, Konvertierung von Payroll Employable in Payroll Third Party Account Holder nicht möglich. Ja, das sind inkompatible Interfaces und das ist eben genau das Problem, das wir lösen wollen. Lass jetzt diesen Code auskommentiert und Sie sehen da, wir wollen von Payroll Employable zum Payroll Third Party beziehungsweise Third Party Account Holder vermitteln können. Also am besten schauen wir uns dieses Interface mal an. Das Employable hier, mit dem arbeite ich und dann Third Party arbeite mit dem Account Holder. Und der Account Holder muss einfach eine Methode haben, getAccountDetails. Es wäre jetzt natürlich möglich, einfach unser Interface zu erweitern um dieses AccountDetails. Andererseits hat eigentlich das nicht viel zu tun mit dem Employable selber. Wir wollen einfach Namen, Lohn und verschiedene Notizen verwalten können. Dann jetzt dieses Interface und die bestehende Implementierung nicht anfassen wollen, machen wir besser einen Adapter. Also fangen wir mal an, machen einfach ein New File. Die Frage, wollen wir das nennen? Man könnte zum Beispiel Employable Account Holder Adapter CS nennen. Namespace ist Payroll und das ist eine Klasse, kein Interface. Public Class Employable Account Holder Adapter. So, und jetzt müssen wir überlegen, was macht dieser Adapter. Das Wichtige ist ja, damit wir diese Banking-Schnittstelle verwenden können hier, die verwenden die Account Holder Objekte. Das heißt, wir müssen ein Objekt anbieten, das dieses Interface hier erfüllt oder befriedigt. Darum muss unser Adapter hier dieses Interface implementieren können.
Account Holder. Denke, wir müssen noch diesen Namespace verwenden. Using Payroll Third Party. Da haben wir dann auch den Account Holder Zugriff. Ja, sollte klappen hoffentlich. Und jetzt ist die Frage, was wir da alles implementieren müssen. Ist nur eine Methode, get Account Details. Public String get Account Details. Im Moment wissen wir noch nicht, wie wir es implementieren sollen. Gehen wir einfach mal einen leeren String zurück. Und jetzt kommt die Implementierung. Wir haben ja hier ein Employable und wollen auf Basis von diesem Employable eben die Implementierung durchführen. Also erster Gedanke mal, machen wir einen Konstruktor, Public Employable Account Holder Adapter. Und das erwartet ein Employable. Nicht den Adapter. Bisschen mühsam gerade. Employable, genau so wollen wir das. Und jetzt, ich denke, es reicht, wenn wir es als privates Property abspeichern. Employable, so. This.employable gleich employable. Jetzt haben wir das im Zugriff. Wunderbar. Und jetzt Account Details. Jetzt ist die Frage, die Banking-Schnittstelle braucht ja ganz genau diese Information, diese Kontonummer. Und auf Employable-Seite haben wir eigentlich nichts Passendes. Wir haben einfach so AddNote, GetNote und schauen wir an, wie das verwendet wird. Wir haben hier Account-Details, die hinzugefügt werden. Wir können es einfach aus dieser Notiz herausziehen. Also versuchen wir das mal. This.employable.getNote Account Details. So, das sollte jetzt klappen. Jetzt hätten wir eigentlich die Implementierung schon durch. Jetzt müssen wir noch das Programm anpassen, damit wir hier nicht mehr diese Employable-Objekte haben, sondern dass die gerappt werden. Account Holder Adapter. Klammern vergessen. So, versuchen wir das mal, ob das jetzt läuft. Wunderbar, das hat funktioniert. Jetzt schauen wir die Ausgabe an. Pay so und so viel to Payroll Employable Account Holder Adapter. Das ist ein bisschen witzlos. Und ich nehme mal an, das wird die ToString-Methode hier sein. Da können wir die noch überschreiben. Public override string toString. Und dann gehen wir hier zurück. Return employable toString. Delegieren wir das einfach. Je nachdem, ob es eine schlaue toString-Methode implementiert, ja, macht das zu John Doe. Chain done. Sind jetzt diese Ausgabe hier. Wenn wir es vielleicht schnell anschauen, Employee, seine ToString-Methode, genau, dies get full name. Aber was wir noch machen könnten, ist eigentlich hier, wir können nicht nur das zurückgeben, sondern auch die Kontonummer, damit man wirklich sieht, dass es geklappt hat. Machen wir es einfach mal ganz einfach so. This.get account details. Jetzt wird danach die Kontonummer dazu ausgegeben. Genau. So, das wäre unser Adapter. Ganz einfach. Wie gesagt, man implementiert das Zielinterface und macht es auf Basis des Ursprungsinterfaces. Und so bringt man eben das Runde durch das Eckige oder umgekehrt. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.